Radio SAW Ortsgeschichten, Ortsnamen und ihre Herkunft. Präsentiert von Midgas, eurem Erdgasanbieter aus Mitteldeutschland. Aus der Region für die Region. Heute Helbra im Landkreis Mansfelder Land. 1155 wurde die Gemeinde erstmals urkundlich erwähnt. Die Namensgebung des Ortes entstand wahrscheinlich aufgrund seiner Lage, denn Helbra liegt genau zwischen Mansfeld und der Lutherstadt Eisleben. Man war seinem Ziel also halb ran, im Mansfelder Mundart Helbra. An dieser Stelle hatte man also die halbe Strecke geschafft und den Anstieg von Eisleben durch die sogenannte Diebeskammer. Die Diebeskammer zwischen Wimmelburg und Helbra war zum damaligen Zeitpunkt eine der wichtigsten Ortsverbindungen. Ihren Namen hat die Diebeskammer aus der damaligen Zeit, als noch die Kutscher über diese Straße fuhren. An den steilen Hängen versteckten sich damals die Räuber, lauerten den Kutschern auf und beklauten sie. Heutzutage wird hier zum Glück keiner mehr ausgeraubt. Kurzum, der Ortsname Helbra bedeutet halbe Strecke. Und die Mansfelder nennen den Ort heute noch liebevoll Helwa. Helbras Geschichte der letzten 150 Jahre war übrigens sehr von Industrialisierung geprägt. Zwischen Eisleben und Hettstedt verlief nämlich bis 1922 eine Straßenbahnlinie, die sogenannte Gewerkschaftsbahn. Weil die Instandhaltung so viel kostete, wurde die Verbindung 1922 aber eingestellt. Fakten, Geschichten und Legenden. Ortsnamen und ihre Herkunft. Die Radio SAW Ortsgeschichten. Präsentiert von Midgas, eurem Erdgasanbieter aus Mitteldeutschland. Aus der Region für die Region.